guten Morgen. Tag 5 oder 4 in Chiang Mai vor meinem neuen Hostel. Ich habe gut geschlafen, habe gar keinen Plan, was ich heute mache. Ich glaube chillen, Tiere schauen, essen. Ich fahre mit meinem Fahrrad noch so viel rum, wie es geht. Ja, jetzt erstmal frühstücken. Hier gerade wie unterwegs bin, ist auch wirklich ganz so wild, die Straße, ganz anderer Film. So im Vorbeifahren findet man auch nochmal den einen oder anderen großen Buddha. Ja, crazy, ich brauche trotzdem. Hier in diesem riesen überdachten Markt werde ich wohl was zu essen finden. Heute das erste Mal Mango Sticky Rice mit pinkem Reis. Ist sehr geil. Auch wenn ich glaube, dass sie nicht unterschiedlich schmecken, die verschiedenen Farben. Aber naja, egal. So, ich habe gerade gemerkt, dass ich vielleicht doch nicht so gut geschlafen habe. Ich bin übel müde. Ich hau mich jetzt auf jeden Fall nochmal hin. Chill ein bisschen. Und dann mache ich mich auf jeden Fall nochmal mit dem Fahrrad los. Und cruise einfach durch die Stadt. Mal sehen, heute wieder ein entspannter Tag. Jetzt sind beiden Tage, aber ja. Genug Action. So, ist einiges an Zeit vergangen. Ich habe geschlafen, ich habe rumgelegen, ich habe Videos geschaut. Ja. Muss da auch mal wieder sein. Ich drehe jetzt noch eine große Runde durch die Stadt. Einfach mal random los. Dann will ich vielleicht nochmal zu den Marktgästen, wo es die Hemden gab. Vielleicht mal ein Hemd kaufen. Dann noch was essen und dann muss ich halt das Fahrrad irgendwann auch zurückbringen und meine Wäsche holen und dann mal gucken. Ich glaube, mir entspannten, weil ich muss dann morgen früh los mit dem Bus nach Pai. Ja, so weit, so gut. Überall hier in der Stadt verteilt sind auch so kleine Tempel, die so versteckt sind. Es auch voll viele Sitzmöglichkeiten gibt. Einfach, glaube ich, so ein bisschen zum Socializen. Ist so ein bisschen wie so ein Park aufgebaut gefühlt. Ja, wo jetzt der Fokus nicht so hart auf dem Tempel liegt. Sieht man das? Ja. Ja. Ist ganz entspannt. Und wo? Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich bin auf jeden Fall im Norden der Stadt. Hier war ich noch nie. Ich fahre einfach mal weiter. Ich habe jetzt gerade so, für mein Verständnis, einen merkwürdigen Tempel gesehen. Sieht mehr wie so ein Palast aus. Ich bin mal stehen geblieben, habe gegoogelt. Ich glaube, es ist ein hinduistischer Tempel. Ja, mal schauen. Die Tür war auf jeden Fall schon mal zu. Mein Gott, es ist so heiß. Ja, war auf jeden Fall mal wieder schon was deutlich anderes. Die ganzen Figuren waren auch viel detaillierter und ich weiß, es waren alles Frauen.
Leider kenne ich mich in der Region nicht so gut aus. Gar nicht. Aber ja, war cool. Hat sich gelohnt reinzugehen. Ja, hier sieht man vielleicht noch ein bisschen so Spitzen sind auf dem ganzen Dach verteilt. Von weiter weg sah das auf jeden Fall fancy aus. Eine Sache, die mir besonders in dem Stadtteil immer auffällt, die haben hier alle Bürgersteige aufgerissen. Alle. Da drüben nicht, da ist schon weiter, ist schon besser. Aber es ist einfach alle aufgerissen. Und anstatt Stück für Stück das zu machen, nö. Alle aufgerissen und keiner kann mehr auf dem Bürgersteig laufen. Wilde Filme. Also wirklich ganz wild. Jetzt muss der Kollege auch gleich mal anfangen zu treten, Alter, sonst hole ich den hier mit meiner Schrottkiste noch rein. Ich habe ihn mal nicht überholt, das wäre mir auch unangenehm gewesen. Naja, ein cooles Hemd habe ich jetzt nicht gefunden. Ich muss aber auch gleich los. Ich will noch was essen an der anderen Ecke der Stadt. Und dann muss ich komplett in den Süden, um mein Rad abzugeben. Das heißt, ja, ich mache mich mal auf den Weg. Das Restaurant wurde mir empfohlen in Bangkok von jemandem. Heute ist mein letzter Tag und heute schaffe ich es erst hierher zu kommen. Obwohl ich auf dem Markt schon war, aber ich habe es immer verpeilt. Ja, ich muss es auf jeden Fall für Takeaway mitnehmen, weil ich keine Zeit habe. In 10 Minuten muss mein Rad abgegeben sein. Und da lasse ich einfach mal deutsche Pünktlichkeit walten. Da habe ich 10 Minuten Zeit zum Fahrradverleih zu kommen. Der ist am Ende der Stadt im Süden. So. Perfekt. Das gute Ding hat seinen Zweck erfüllt. Jetzt kommt zurück zu den anderen. Man sieht, wie geschwitzt ich bin. Vollgas gegeben. Oh Mann. Auch wenn man entspannt fährt, schwitzt man. Das macht gar keinen Unterschied. Jetzt wieder zu Fuß unterwegs zu sein, fühlt sich richtig deprimierend an. Ich vermisse es jetzt schon. Es ist gerade 2 Minuten her, dass ich das Fahrrad abgegeben habe. So, komplette Wäsche ist auch. Boah, das ist wirklich, das waren gestern, glaube ich, fast 4 Kilo. Für unter 4 Euro gewaschen, gebügelt und getrocknet. Ist ja fast so gut wie bei Mama daheim. Fast. Also die Person, die mir das empfohlen hat, hat nicht so viel versprochen. Das schmeckt wirklich sehr geil. Aber ich habe auch sehr Hunger. Es ist jetzt 6. Ich habe das letzte Mal um 11:30 gegessen. Das heißt, das bleibt heute nicht meine einzige Mahlzeit. Währenddessen schaue ich jetzt noch ein bisschen Giro. Echt geile Etappe. Und dann lasse ich, glaube ich, den Abend einfach ausklingen. So, tatsächlich gehe ich jetzt nochmal zum 7-Eleven. Weil ja, jetzt ist es so weit weg, wirklich bis zum nächsten Markt wieder. Und ich will Giro schauen. Das ist gerade so spannend. Das macht gerade so Spaß zu schauen. Und ich sitze halt draußen und baue jetzt gleich mein iPad auf. Da will ich nur mal einen Snack haben. Na gut, ne? Das muss, das muss. Ich bin noch am Chillen und enjoy das Rennen. Und es ist wirklich so ein geiles Rennen. Oh, so gut. Wirklich perfekt. Den perfekten Rest Day heute wieder gewählt. So, ich sag dann nochmal gute Nacht. Und bis morgen.